Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge von Assassin's Creed Valhalla. Muss mich immer noch dran gewöhnen. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt auch schon wieder einigen Spaß gehabt. Wo ich sagen muss, ich habe es lang genug vor mir hingeschoben, das Spiel. Weil immer wieder gefühlt so andere Alternativen, bessere Alternativen oder generell andere Ideen gerade im Kopf waren. Aber jetzt machen wir es einfach mal. Jetzt ziehen wir es einfach mal durch. Sie sollten jetzt fertig sein. Der König hat seinen besten Met verlangt, also sind die Gespräche vorbei. Du solltest jetzt eintreten können. Ich bin bereit, mich dem Gewitter zu stellen. Auf zum König. Ausgezeichnet, König Styrbjörn. Ich überbringe diesen Vorschlag meinem Neffen. Sicher wird er die Weisheit darin erkennen. Gut. Mehr kann ich nicht hoffen. Mögen die... Mögen die Winde dir gewogen sein, Gudorm. Hm? Eivor, tritt vor. Erkläre mir in einfachen Worten, warum du vorsätzlich meine Befehle missachtet hast. Verspottest du mich? Ich verspotte dich nicht, König. Ich möchte dich stärken. Im Angesicht deiner Feinde und deines mangelnden Urteilsvermögens. Du weißt nichts von meinem Urteilsvermögen. Du weißt nichts von meinen Plänen und Taktiken. Sigurd würde mir zustimmen. Das würde mein Sohn vielleicht tun. Doch würde er gehorchen. Er kennt seinen Platz. Nicht so gut, wie er seinen Vater kennt. Stelle dir vor, du wirst von einem Feind bedrängt, dessen Krieger deutlich zahlreicher sind als deine eigenen. Welchen Nutzen hätte ein offener Krieg? Wäre es nicht besser, im Stillen zu arbeiten und durch Verhandlungen Bündnisse zu schließen? Den Tag abzuwarten, an dem unsere Zahl die unserer Feinde übertrifft und uns der Sieg sicher ist? Das auf jeden Fall. Aber vielleicht kann man ja auch im Hellen Ränke schmieden und Verhandlungen angehen, Diplomatie verwenden, Vertrauen schüren und in der Dunkelheit macht man sich eben jene zur Mittäterin, lässt seine Gegner einfach ausbluten durch kleine gezielte Stiche und Schnitte. Wäre doch gut. Gibt es nennenswerte Verbündete? Oder ist das nur ein Vorwand, um nichts zu tun? Dein Selbstvertrauen macht dich für so vieles Offensichtliche blind, Eivor. Tag und Nacht schmiede ich Bande zu den Clans im Norden. Schon bald wirst du die Früchte meiner Bemühungen sehen. Und dann wirst du es verstehen. War das alles? Ich verzweifle an dir, Eivor. Als ich dich wie mein eigenes Kind aufnahm, hätte ich nie solch eine Respektlosigkeit von einer Tochter Varins erwartet. Dein Vater war ein guter Mann, gerecht und mir ergeben. Er starb tapfer, damit wir leben können. Er starb als Feigling, Herr. Diesem Schicksal will ich nicht nacheifern. Warum trägst du diese nutzlose Last mit dir rum? Lass los! Denk nur an das, was vor dir liegt, an deine Zukunft und die kommenden Siege. Meine Ehre wurde befleckt. Bis sie wieder rein ist, will ich nichts anderes. Gerade als Wikinger müsstest du... Ich werde diese alte Wunde nicht wieder aufbrechen. Doch wenn es irgendwas gibt, das diesen Schatten aus deinen Gedanken vertreiben kann... Sigurd ist zurück! Unten am Hafen. Sein Schiff ist hier. Wir konnten ihm jetzt nichts über das Lager oben sagen, das hier ausspioniert wird? Das ist doch scheiße. Das ist doch wichtig. Warum durften wir das nicht sagen? Bin ich nicht gut?
Ach so, das hat gleich zwei gekostet, ne? Weil der noch nicht bei uns war. Genau. Okay. Rückkehr des Prinzen. Naja, gut, dann. Ich guck mich nur kurz um, ne? Alles gut. Kann ich hier rein? Anscheinend nicht. Schade. Hier gibt's nix. So, Sigurd, mein Bruder. Seid vorsichtig damit. Elva! Sigurd! Oh, sieh dich an, in Blut getränkt, Dränger. Hast du ohne mich Krieg geführt? Oh, und du, salzgegerbter Wikinger. Ich rieche den Gestank von Dutzend Königreichen in deinem Bart. Das ist erst der Anfang. Randvi, geliebtes Weib, dein Gatte ist zurück. Mit Geschenken und Reichtümern. Und mit neuen Freunden. Ja, Basim und Haitham. In Miklagard zeigten sie mir viele Geheimnisse. Wir sind Sigurd für diese Einladung sehr dankbar und wollen eurem König Tribut zahlen. Mein Bruder wählt seine Begleiter stets mit größter Sorgfalt aus. Wenn ihr unbeschadet neben ihm steht, muss er euch mögen. Elber, spar dir die Höflichkeiten, bis unsere Bäuche voll sind. Ich gehe zu Vater und berichte ihm alles. Und da ist Basim. Heute Morgen trafen wir ein Schiff, das nach Süden fuhr. Sie sagten uns, Eivor Wolfsmal wäre von Kjötvis Leuten gefangen worden. Sie haben dir den besten Teil verschwiegen. Ich tötete meine Entführer und holte mir meine Leute zurück. Und dafür schalt mich dein Vater. Du weißt, wo ich stehe, Bruder. Nichts weniger als Krieg wird Kjötvi aus unseren Landen vertreiben. Er sieht das anders. Ich weiß, ich weiß. Vater denkt zu viel und handelt zu wenig. Das ändert sich heute. Versprochen. Bis zum Ende des Winters wird der Name Kjötvis des Grausamen nur noch ein Fluch auf den Lippen Betrunkener sein. Wir werden sehen. Mein Sohn, willkommen zu Hause. Ach, Vater. Ja, Randvi ist auch hübsch. Heute Abend feiern wir deine Rückkehr mit einem Festmahl, Sigurd. Die Tische sind gedeckt mit Gerste und Lamm, Brot und Met. Und sonst nichts, ich bitte dich. Ich will nichts, was du nicht auch einem Trell vorsetzen würdest. Lass es mich sein, der dich ehrt. Ich bringe Gaben und Geschichten aus fernen Ländern. Nach zwei Wintern auf See habe ich beides im Überfluss. Wohlan, wohlan. Komm herein. Und wenn wir fett und zufrieden sind, Vater, sprechen wir über Kjötvi und seinen Clan. Und wie wir diesen Schrecken endgültig loswerden können. Er hetzt uns schon zu lange. Er beschämt uns schon zu viele Jahre. Ich weiß das. Eivor weiß das. Das muss enden. Ja, natürlich. Wenn die Zeit reif ist. Wir glitten die Wolga hinab durch Gardariki, raubten, wo wir konnten und wichen den Speeren schattenhafter Stämme aus. In Miklagard sahen wir Männer behangen mit Reichtümern, so leuchtend wie Bifröst selbst. Die nahmen wir für unsere Mühen mit, versteht sich. Wir segelten nach Rom, dann Afrika, vorbei an Meeren aus Sand, Kriegern aller Farben und so viel Schönheit, ihr würdet weinen bei ihrem Anblick. Und nun bin ich zurück, mit Rom und Reichtümern, um sie mit meiner Familie, meinen Freunden, meinen eisharten Drängier zu teilen. Nehmt also von meinem Hort, was ihr wünscht. Denn dies ist nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Morgen beginnt der Rabenclan von vorn. Skål, Sigurd! Skål! Skål! Und du, Eivor, komm! Ich habe etwas Besonderes für dich. Es gibt noch andere, mit denen du sprechen solltest. Na gut, dann machen wir das doch. Randvi! Eivor! Hast du Valka einen Besuch abgestattet? Habe ich.
Und es ist nichts, worüber ich sprechen könnte. Oder wollte. Ich verstehe. Dein Bett wird warm sein, nun da dein Mann zurück ist. Das muss ein schönes Gefühl sein. Ein anderes Gefühl. Wärmer, aber mit weniger Platz, um mich auszustrecken. Freust du dich nicht über die Rückkehr deines Mannes? Natürlich. Doch es ist so lange her, er kommt mir vor wie ein Fremder. 3 Winter sind wir verheiratet und 2 davon war er fort. Kannst du das Feuer, das einst brannte, nicht neu entfachen? Wenn er ins Bett kriecht, um mich zu wärmen, wie du sagst, dann tut er das mit Fürzen und Metatem. Ah, hätten nur alle so viel Glück. Sigurd hat den Ruf dieses Clans in ungeahnte Höhen getrieben, Herr. Wir hätten uns keine glücklichere Heimkehr wünschen können. Oh doch, das hätten wir. Wäre Sigurd die letzten beiden Winter hier in Formberg gewesen und hätte unsere Lande verteidigt, wären wir Kjötvi vielleicht schon los. Du sagtest immer, wir brauchen mehr Krieger, um gegen Kjötvi zu kämpfen. Dafür brauchen wir Reichtum. Und den hat Sigurd uns nun gebracht. Mit dem Reichtum, den er bringt, kann man kein Heer kaufen. Er zögert unser Ende nur hinaus. Du sprichst wie ein Mann, der schon mit einem Fuß in Helheim steht. Hast du denn keinen Plan, wie wir dieses Land von unserem Feind befreien? Oder obliegt das Sigurd und mir? Einen Plan habe ich. Doch es obliegt Sigurd und dir, ihn anzunehmen. Und ich brauche dein Wort, dass du das tun wirst. Wenn du es so befiehlst, mein König, dann ist es so. Meine Axt gehört dir. Bis zum Ende. Wir werden sehen. Traut uns jemand nicht? Ja, aber das kann ich nachvollziehen. Das ist Heitam, oder? Heitam, richtig? Ja, und du bist Eivor? Genau. Ich hoffe, der ganze Trubel ist dir nicht zu viel. Wir reden meist genauso viel, wie wir trinken. Keineswegs. Der Qualm aus der Feuergrube brennt in den Augen. Aber die Wärme ist angenehm. Natürlich. Wo du lebst, soll es ja auch recht warm sein. Wo ich lebe, ändert sich von Woche zu Woche. Doch ich bin stets an der Seite meines Mentors, Bassim. Dein Lehrmeister? Zu welchem Zweck? Für einen noblen Zweck. Einen, der so wahrhaftig ist wie die Welt alt. Doch belassen wir es vorerst dabei. Ich verstehe. Nur falls du vorhast, dich den Rest der Nacht in Schweigen zu hüllen, dann halte dich von Theklas Met fern. Ah, danke für die Warnung. Das wird kein Problem sein. Ja, ihr trinkt nämlich nichts, ne? Verstehe ich aber. Du bist Bassim? Du hast ein gutes Gedächtnis. Und du keinen Met. Darf ich das beheben? Sigurd sprach oft von dir. Er nannte dich seinen rechten Arm, eine gefeierte Kriegerin. Es ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Gleichfalls, Bassim. Und wie hast du meinen Bruder kennengelernt? Er kam vor einigen Monaten nach Konstantinopolis, um Vorräte zu laden, sagte er. Doch ich wusste es besser. Männer mit einem solchen Glanz in den Augen haben meist große Pläne. Ich glaube, er wollte die Aia Sophia plündern. Das klingt nach ihm. Ich werde dich nicht mit den Details unseres Treffens langweilen, doch ich mochte deinen Bruder von Anfang an. Ich sah etwas in ihm, das mich gleich in den Bann zog. Als wäre die vergessene Erinnerung an eine alte Freundschaft hervorgetreten. Ja, er hat diese Wirkung auf Menschen. Genieße deinen Abend, Bassim. Da ist jetzt die Frage, was könnte Bassim da jetzt meinen? Wenn wir jetzt Mirage kennt, ne? Spielt er da jetzt auch was Besonderes an? Irgendjemanden, mit dem wir, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, dort Kontakt hatten? Oder vielleicht mit dem... Ich weiß gar nicht. Dem Djinn? Also ich sehe jetzt erstmal niemanden, mit dem wir noch sprechen können, oder? Seht ihr noch was? Ich suchte lange ein Geschenk, das deiner würdig ist. Du hast meine Neugier entfacht, Bruder. Was ist es? Noch nicht. Erst trinken. Auf meine erste Nacht in Fornberg nach über 2 Wintern.
Möge ich am Ende Met trunken und mit glasigen Augen die Schatten von Trollen anschreien. Und du willst, dass ich diese Honigwellen mit dir befahre? Ja, du wirst mich nicht los. Und jetzt trink! Du würdest selbst Thor beschämen. Ich hätte sanfter mit dir umgehen sollen. Du machst das allen ein Wettbewerb. Vergib mir. Am Tag deiner Rückkehr hätte ich dich gewinnen lassen sollen. Du solltest mich anfangen lassen. Schön, dass du wieder da bist, Sigurd. Ja, ich habe das hier schrecklich vermisst. Als ich Basim das erste Mal traf, unterhielt ich ihn mit Geschichten aus unserer Heimat. Und dabei verspürte ich plötzlich ein heftiges Heimweh. Kommt. Nun zu deinem Geschenk. Diese Männer waren meine Hirten in einem Großteil ihrer Heimat, des Abbasidenreichs. Ihr Clan ist nicht durch Blut, sondern einen gemeinsamen Gedanken verbunden. Eine Schattenbruderschaft, die für ihre eigene Gerechtigkeit sorgt. In unserer gemeinsamen Zeit teilten sie viele ihrer bestgehütetsten Geheimnisse mit mir. Dafür bin ich dankbar. Und nun überreiche ich dir eines dieser Geheimnisse. Eine Waffe für die beste Kriegerin, die ich kenne. Eitan gefällt's nicht. Basim eigentlich auch nicht. Aber er lässt es geschehen. Wir sprechen es mal an. Eitan scheint gar nicht erfreut. Bin ich dieses Geschenkes nicht würdig? Das ist es nicht, Eivor. Es geht um die Zuwendung zu unserem Credo und die Ausbildung. Eitan, bitte. Mentor, ich muss protestieren. Das ist gegen die Tradition. Diese Klinge ist ein heiliges Werkzeug. Schreibe kaltem Metall nicht mehr zu, als ihm zusteht. Was zählt, ist der Geist, der sie führt. Bitte, leg sie an. Die Klinge sollte an der Unterseite deines Arms anliegen, um sie zu verbergen. Ich habe nicht vor, sie zu verbergen. Und ich würde ungern euer Missgeschick wiederholen. Gefällt mir. Das war kein Missgeschick, sondern ein freiwilliges Opfer, um unsere Verbundenheit zum... Ein guter Anfang, Eivor. Aber du musst lernen, sie effektiv einzusetzen. Draußen. Das müssen nicht alle mit ansehen. Geh voraus. Versteckte Klinge. Diese Klinge habe ich hier in der Vitrine liegen. Echt? Cool. Das ist schon, das sieht schon sehr nett aus, ne? Muss man schon sagen. Auf der anderen Seite. Ja. Ich verstehe Heitam absolut. Weil es gehört eigentlich so gar nicht in dieser Art. Für wahr. Doch unser Credo verlangt, dass wir schwören, Außenstehende nicht zu viel zu verraten. Vielleicht erfährst du bald mehr. Doch nicht hier, wo die Wände und Bäume Ohren haben könnten. Ich freue mich drauf. Komm, ich zeige dir ein paar unserer grundlegendsten Techniken. Wird sie geschickt und sorgsam geführt, tötet unsere Klinge mit einem Streich. Nähere dich deinem Ziel und finde den richtigen Moment. Das ist entscheidend. Das sieht ja so aus, als wenn sie halt ganz bewusst zeigen möchte, ja, pass auf, ich kann euch eigentlich immer damit niederstrecken. Weil so wie es aussieht, kann ich auch von vorne ein Attentat machen. Schön gemacht. Noch nie sah ich eine so scharfe Klinge. Manche Ziele sind schwieriger als andere. Bedenke das, bevor du zuschlägst. Ein guter Versuch. Sweet!
Greif dieses von der Kante aus an. Okay. So, weil ich jetzt doch schon oben war, oder was? Nee. Perfekt getroffen. Wie wär's mit einer Herausforderung? Die gleiche Animation war doch vorhin. Ziel. Na gut. Nutze, wenn möglich, deine Umgebung. Greif zum Beispiel aus diesem Heuhaufen an. Ja, ganz genau so. Der hat's gesehen. Komm her, komm, komm. Mentor, hat Eivor vor, sich uns anzuschließen? Nicht, dass ich wüsste. Warum erhält sie dann die Klinge? Sicher gibt es andere... Heitam, schweig. Du führst die Klinge gut. Lassen wir Eivor mit ihrem Schiff allein. Eivor, gehen wir zum Hafen und genießen die Nachtluft. Gut, also Klinge haben wir, ne? Verstehen wir? Alles gut. Was hältst du von meinen neuen Freunden? Sie scheinen gleichermaßen großzügig wie bedrohlich zu sein. Ich weiß, was du meinst. Und gebildet sind sie auch. Sie nutzen Zahlen und Schriftzeichen, als wären sie Seder. Basim hat mir so viel über die Welt beigebracht. All das werde ich mit dir... Okay. Oh, wie habe ich diesen Geruch vermisst? Bleibst du jetzt hier? Oder willst du dich dieser Schattenbruderschaft anschließen? Später, Eivor. Heute sind wir als Familie vereint. Das Hier und Jetzt ist es, was zählt. Die Familie, der Clan und der Ruhm. Ich habe dich vermisst, Bruder. Deinen klaren Kopf, dein Mut. In den letzten Monaten mangelte es uns an beidem. Ach, du schmeichelst mir, Wolfsmal. Mach weiter so. Von hier bis Valhall werde ich immer an deiner Seite sein, Sigurd. Immer. Dieser Fjord ist zu klein für mich geworden. Oder ich zu groß. Jenseits dieser steinernen Fangzähne, die uns umgeben, gibt es noch so viel mehr. Englerland, Irland, das Frankenreich. Alles grün und fruchtbar und reif zum Pflücken. Morgen führen wir Krieg gegen Kjötvi und holen uns das Land zurück, das er uns nahm. Und dann errichten wir dort ein Königreich. Nur für uns. Ich bin bei dir. Gib nur den Befehl. Gut. Ruh dich aus und komme im Morgengrauen hierher zurück. Ah, ich finde die Geräusche schön. Die Nornir haben gesprochen. Du wirst Sigurd verraten. Du irrst dich! Das kann nicht stimmen! Odin kämpfte gegen sein Schicksal. Es ist möglich! Du wirst Sigurd verraten. Scheiße. Kjötvis Krieger. Die anderen finden. Sünen, leite mich. Tja, dann gehen wir doch noch mal wieder hier hoch, oder? Nein, die Speer hatten wir doch schon mal.
kein gutes Gefühl. Pfeifen. Oh, wir können pfeifen. Sehr gut. Manchmal ist es das Beste, Gegner einzeln und unbemerkt auszuschalten. Spüre mit Hilfe von Odins Sichtgegner in der Nähe auf. Wenn du in ihrer Nähe versteckt bist, kannst du sie anlocken, indem du mit X pfeifst. Nur wir drei? Wir sollten zurück nach Netherfall und Bericht erstatten, solange wir können. Wir können Kjötvi von den Langschiffen berichten oder in den Kopf von Sigurd Styrbjörnsson bringen. Was ist besser? Nun gut, wenn... Nochmal, also ich nehme den Brief nochmal so auf, ne? Hatten wir ja schon mal. Nur falls das diesmal. Falls diesmal zur Quest mit dazugehört oder so. Aber warum war da jetzt einer so dämlich und ist dorthin. Es ist zu uns gegangen. Das ist doch Quatsch. Das ist doch albern. Mit jedem Tag, den wir warten, wird Kjötvi stärker. Ich spreche als dein... Wir haben nicht die Leute, um Kjötvis Feste zu stürmen. Die Verluste wären zu groß. Die Verluste sind jetzt schon zu groß, Vater. Bis diese Schlange tot ist, wird sie uns vergiften. Tag um Tag, dunkel, Tropfen, ne? Um Tropfen. Das Gift hat bereits unser Wasser verschmutzt. Götter, Eivor, was ist geschehen? Späher in unserem Lager. Drei Männer von Kjötvi geschickt, uns im Schlaf zu töten. Ich vergalt es ihnen. Da hörst du es. Das hast du vom Warten. Wir müssen auf diese Schmach antworten. Sie kamen aus Netherfall, dem Walfängerdorf in Kjötvis Einflussbereich. Doch schlagen wir zu. Wir brennen es nieder, bevor Kjötvi vom Tod seiner Speer erfährt. Er könnte mehr geschickt haben. Ich suche das Dorf ab, während du die Mannschaft sammelst. Nicht nötig. Heitam wird das Gebiet absuchen. Verlasst euch auf ihn, während wir unterwegs sind. Wir? Willst du dich anschließen? Ich bin nicht wie ihr für Valhall vorgesehen. Aber dies wird nicht meine erste Schlacht sein. Das gefällt mir nicht. Aber ich halte euch nicht auf. Kann das sein, dass... Führe meinen Sohn nicht in denselben Sturm, der dir folgt. Dass Sigurd so langsam... Dass er vielleicht von irgendwas sogar besessen wird gerade? Also das ist jetzt, klingt jetzt vielleicht ein bisschen... Überblicke das Land, Freundin. Aber... Ich meine, der hasst seinen Vater jetzt gerade schon ziemlich. Beziehungsweise... Ne? Macht dort gerade ziemlichen Terror und so war er nie. Ja, immer schon ein bisschen aufmüpfiger, aber nicht so. Kann das wirklich sein, dass er jetzt eigentlich quasi, dass er durch die zwei Jahre so verändert ist, dass er denkt, dass er quasi alles alleine machen kann und ihn nichts aufhalten kann? Ja, wir werden es mal sehen. Aber erst in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Ciao.